Vers 21. Der Jiva ist ewig und ist für alle Ewigkeit und ohne Anfang durch die Bande ewiger Verwandtschaft mit dem höchsten Herrn verbunden. Die Seele ist transzendentale spirituelle Kraft. Erläuterung: Wie die Sonne ewig mit ihren Strahlen verbunden ist, so ist der transzendentale höchste Herr ewig mit den Jivas verbunden. Die Jivas sind unendlich kleine Partikel seiner spirituellen Ausstrahlung und daher sind sie nicht vergänglich wie materielle Dinge. Als Teilchen der leuchtenden Strahlen Gottes besitzen sie in winzigem Ausmaß die Eigenschaften der Göttlichkeit. Folglich sind die Jivas mit den Prinzipien Wissen, Wissender, Ego-Gefühl, Genießer, Meditierender und Handelnder identisch. Krishna ist der alldurchdringende, sich allseits ausdehnende höchste Herr, wohingegen die Jivas als seine atomischen Partikel von anderer Natur sind. Ihre ewige Beziehung besteht darin, dass der höchste Herr der ewige Gebieter ist und die Jivas seine ewigen Diener sind. Auch in Bezug auf die liebliche Rasa-Eigenschaft des Herrn erfüllen die Jivas die erforderlichen Voraussetzungen. Apareyam itas dva anyam prakritim vidhime param. Durch diesen Vers der Gita verkündet der Herr, dass die Jivas seine transzendentale Energie sind. Alle Eigenschaften der unvermischten Seele stehen über den 8 Eigenschaften bzw. Elementen, in Klammer Ego und so weiter, seiner Achit Energie. Deshalb steht die Jiva-Energie, obgleich von der Größe her sehr klein, dennoch über der Achit-Energie, Maya. Die Jiva-Energie wird auch als Tathastha oder marginale Energie bezeichnet, da sie sich auf der Trennlinie zwischen den Sphären des spirituellen und materiellen Kräfte befindet. Aufgrund seiner Winzigkeit ist der Jiva für den Einfluss der materiellen Energie anfällig. Doch solange er Krishna, dem Herrn Mayas, ergeben bleibt, ist er dem Einfluss Mayas nicht ausgeliefert. Die weltlichen Leiden, Geburt und Wiedergeburt, sind die Begleitumstände des gefesselten Zustands von Seelen, die sich seit anfangsloser Zeit in der Gewalt der illusionierenden Energie befinden.